jetzt Tarik habe und Tarik kann nicht fahren. Oh, du musst doch independent sein, hallo? Ich bin independent, aber ich kenne kein Auto fahren. Du willst dich doch auch. Also der Deal. Wenn ich den Führerschein schaffe, dann darf ich Tinder löschen. Ja. Nein, du darfst Jenny Tinder löschen. Ich habe ein Problem. Ich habe schon so lange meine Tage nicht bekommen und habe so Angst, dass ich schwanger bin. Jenny! Jenny. Ich meine das ernst. Jenny, du bist Jungfrau. Naja, technisch gesehen. Jenny, und sie ist so, als ob. Du hättest doch ehrlich so Fehlgeburt, allein wie viel du letzte Woche bei Ramins Party hast. Oh, ja, allein wie will ich das im scheiß Busch ziehen? Oh, und ich war so froh, dass wir mal bei dir gepennt haben und du nicht in meinem Flur gekotzt hast. Okay, Leute, ich war voll, ich hab gekotzt, na schön. Aber was ist denn? Komm, dann sei doch einfach froh, dass du Deutschland easy abtreiben kannst. Ja, also easy ist das ja nicht. Auch ein ungeborenes Baby lebt. Was willst du mit dem Kind? Easy, aber du weißt, was ich meine. Leute, als ob das so einfach ist. Ich meine ja nur, keine Ahnung, wenn man schwanger wird, dann ist plötzlich alles anders. Die Hormone und so. Ich verstehe nur einfach nicht, warum einem da heutzutage noch so viele Leute im Weg stehen, wenn man sagt, ich weiß noch nicht, wie ich leben will. Also, ob ich jetzt hier lebe oder woanders. Und ob ich heiraten will oder nicht und ob ich dann Kinder möchte. Martha war so, hä? Was ist denn dann der Sinn im Leben? Hallo? Hoffentlich liegt der Sinn nicht nur in der Fortpflanzung. Ich meine, wie langweilig wäre denn das? Als du auf dem Weg warst, da wollte ich plötzlich schwanger sein, die Geburt erleben, Kinder kriegen und dich das erste Mal in den Arm zu nehmen. Und bist du dann nicht mehr mit Papa zusammen? Das ist eine andere Geschichte. Dein Vater und ich, wir hatten einfach unterschiedliche Vorstellungen von Familienleben und Verantwortung. Ein Baby zu bekommen, ist eine Entscheidung, die dein Leben auf den Kopf stellt, für immer verändert. Mit 17 hat für immer zwar eine bekannte, jedoch kaum greifbare Bedeutung. Zum Beispiel in der Liebe. Schon oft war ich so überwältigt vom Verliebtsein, dass ich es unbedingt sagen wollte. Ich liebe dich für immer. Dann wird mir bewusst, dass ich gar nicht weiß, was das bedeutet. Klar, ich liebe Tarik, heute und morgen und wahrscheinlich auch bis zum Abi. Aber dann? Irgendwie würde ich es gerne sagen, aber tu es nicht, weil, ja, weil man eben nicht weiß, ob es für immer ist. Ich weiß ja nicht mal, was für immer heißt. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Zu früh? Der Typ hat sie am Marktplatz verkauft. Ich konnte nicht anders. Halt's Maul.
30 Sekunden noch. Und jetzt? Conny, egal was ist, wir sind safe, immer für dich da. Auch wenn sich alles ändert. Aber auch wenn es weitergeht wie davor. Es geht nicht weiter wie davor. Ich meine, die Frage allein ändert doch schon alles. Neun, bitte jetzt. Zack, zack, zack. Ins Bett. Geht ja, es ist Spaß. Gute Nacht, ne? Ja. Die zwei Verrückten. Ich bin so gespannt, was aus denen wird. Ich bin mal gespannt, was aus mir wird. Wie meinst du das denn? Man weiß ja nie, was mal kommt. Sagst du doch selber immer. Hast du Streit mit Tarik? Nein, Mama. Du hast es einfach gerade so gesagt, als... Es wäre schon voll klar, was mal mit mir ist. Möchtest du auch ein Glas Wein? Nein. Ach, Conny, so meinte ich das doch nicht. Du bist jetzt schon fast erwachsen, das ist doch was ganz anderes. Du weißt, was du willst und wer du bist. Oder jedenfalls kriegst du es jetzt bald raus, wenn du dann Literatur studierst. In London. In Prag oder in Paris. Und wenn du tanzt und spannende Menschen kennenlernst und verreist und einfach frei sein kannst. Ist doch wunderbar, du hast dein ganzes Leben noch vor dir. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ganz sicher habe ich recht. Ich würde aber auch mal jetzt hoch. Gute Nacht, Mama. Ich hab dich lieb, meine Große. Ich dich auch, Mama. Schlaf gut. Habibzi. Na? Hier für dich. Dankeschön. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich hab dich voll vermisst. Ich dich auch. Du siehst richtig gut aus. Und du riechst voll gut. Hey, alles gut? Ja. Alles gut. Sorry. Hallo! Hallo! Happy Birthday! Dankeschön! Alles, alles Liebe für Vielen dich. Dank, das ist so süß. Hi. Alles Gute. Zu sehen. Danke für die Einladung. Hey, sorry, dass ich nicht schon früher gekommen bin. Alles gut. Geht's dir dann besser? Ja, mir geht's gut. Danke. Ja, super, super. Komm rein. Hallo! Hey, Conny! Ihr zwei, ihr seid schon richtig besoffen. Nein, ey, David!
Okay, das ist vegan. Und ich habe kühlen Sekt im Kühlschrank, ja? Ich glaube, ich würde erstmal so einen O-Saft nehmen wie die anderen. O-Saft, klar. Bist du schwanger oder was? Scheiße, Jenny. Conny. Jetzt echt. Nein. Erklären, was los ist. Alles gut? Was ist denn los? Ja. Ja, ich bin schwanger. Ich weiß auch noch nicht, was ich jetzt tue. Aber alle anderen scheinen es ja zu wissen. Du gehst doch sowieso schon immer beichten in unserem Namen. Und du? Du, Tarik, ich habe einfach Angst, dass du mir diese Entscheidung nehmen willst. Manchmal, da denkt ihr zwar ja überhaupt nicht mehr nach, hinterfragt oder so. Ich will nicht hören, dass ich es unbedingt behalten muss, weil jedes Leben zählt. Und ich will auch nicht hören, dass ich mir meine Zukunft versaue, nur wenn ich es dann behalte. Ich will gerade wirklich einfach nur verstehen, was das bedeutet. Was fucking unmöglich ist, weil ich mit 17 einfach nicht wissen kann, was ich mit 30 dann irgendwann mal möchte. Nur weil dein Vater so ist, heißt das doch nicht dein Ernst. Das ist nicht dein scheiß Ernst! Yeah.